Einen wunderschönen guten Morgen hier bei MTKs. Grüß euch, liebe Freunde. Jo, Wetter ist wieder schlecht, aber 3 Grad. Aber ich fühle mich richtig kalt, 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 kalt. Also, was habe ich hier wieder wahr? Was sehen wir da hinten? Guck mal, guck mal, guck mal da hinten. Aha. Ja, ich habe mir einen Passat angelacht, ne? Ja, schöner Passat. 2009er Baujahr, 2 Liter TD, 16V, 170 PS, das Ding. Sportfahrwerk drin, 19 Zöller. Sieht auch richtig schön aus. Allwetterreifen drauf. Poh, ja, ja, ja. Ist doch nicht schlecht, ne? Und der war wirklich ein toller Preis, ein super Preis. Optik ist alles okay. Highline, viel an Bord an dem Ding. Können wir mal gucken hier. So, ja, Highline-Sitze, Alcantara. Und das Allergeilste, die Karre kann sich selber einparken. Jan hat es einmal probiert mit dem Einparken selber. Ja, es geht, es geht, es geht. Muss ich jetzt auch nicht immer machen. Klar, ein bisschen dreckig ist er, das soll auch sein. 230.000 gelaufen. TÜV musste gemacht werden, ein bisschen abgelaufen, der TÜV. Aber viel Platz, ne? Passat. Ja, ein bisschen dreckig ist er auf jeden Fall. Aber ist ja auch nicht schlimm, kann man ja auch sauber machen. Das ist jetzt nicht so der brennende Punkt. Aber eins muss ich sagen, wir haben ja TUI ihr Auto gekauft. Und das wäre, hätte die Karre davor gekommen, das wäre dann unser ja, Daily, finde ich. Ich finde, das wäre unser Daily. Wir sind damit unterwegs ein bisschen gewesen. Richtig gut. 7,7 Liter Verbrauch. Kann man wirklich auch nicht meckern. Ein super mit 7,5 Liter. Und er ist gemütlich. Platz ist da drin. Man kann sich da richtig austoben. Klar, ja, da mal hier mal so einen kleinen Steinschlag. Muss auch sein. Für das Geld, wirklich. Ne? Also ich sag mal, wir sind hier unter 2K. Und da könnt ihr mal überlegen, was man für 2K kriegt. Ne? Wenn man nicht schon Felgen rauskriegt. Wirklich ein schönes Auto. So, Freunde, dann fahren wir jetzt eine Runde damit. Am Manifermer. Oh, hier mal die roten Nummernschilder reinpacken. So, mal gucken, Kaltstart. Habe ich auch noch nicht probiert. So, mal gucken. Einmal kurz warm werden lassen. Da ist er. Super, Aufschlag angesprungen. Aufschlag angesprungen, muss man jetzt sagen. Also ist schon, also die Scheiben sind auch vom Werk getönt. Also Highline-Ausstellung. Innen ist auch wirklich okay. DSG haben wir an Bord. Wie gesagt, die Parktronic-Geschichte haben wir an Bord. Also was willst du mehr? Ne? Also das Radio ist auch hier mit USB, alles drum und dran. Keine Ahnung. Auch ein schönes Radio mit Rückwärtsgang. Natürlich auch hier mit Kamera hinten drin. Wollen wir mal gucken. Jo. Prüfen, dass sicher ist. Jo, es ist sicher. Alles gut. Super. Es läuft. Zwei Massenschwungrad. Ganz leicht Geräusche. Ganz leicht. Wirklich. Also, es stört noch nicht mal ein. Es stört noch niemanden. Du kriegst es kaum mit. Nur wenn man richtig hinhört, hört man ganz leichten Klackern. Kann noch, weil er 100.000 vielleicht halten oder was. Ich habe schon ganz, ganz schlimmere Autos gesehen. Also angesprungen ist er. Laufen tut er richtig gut. Wir haben ja Sitzheizung natürlich an Bord. Schnell mal anmachen. Temperatur ein bisschen hochdrehen. Wir wollen ja mal zur Firma fahren, ne? So, mal gucken, ob er auch gut schaltet. So, auf D rein das Ding. So, rollen tut das Teil. So, einmal raus. Cookie, cookie. Alles gut, ja, da ist der 140er, der muss auch wieder reingefahren werden. Da steht das gute Stück mal hier. Ja, schönes Ding, schönes Ding. So, da wollen wir mal nach Hause fahren. Ja, Freunde, so ein Passat. Ich finde, das ist einer der schönsten Alltagsautos, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das Ding hat Platz. Das Ding fährt nicht schlecht. 2 Liter 16V, 170 PS. Ist auch voll okay. Das Ding bringt seine Leistung. Verbrauch ist wirklich von dem Ding top. Richtig top, 7 Liter, 7,5 Liter mit DSG an Bord. Da kannst du auch nicht nein sagen, ist wirklich voll okay. Optik sieht gut aus, der ist ja nicht normal schön mit den 19 Zöllern Allwetterreifen drauf. Bisschen tiefer gelegt, dezent. Und das reicht dann auch an dem Auto. Ich denke, Farbe schwarz kann man natürlich auch. Die Sitze sehr bequem, richtig gemütlich. Highline-Sitze, Alcantara. Pff, wirklich ein tolles Auto. Baujahr ist auch okay, 2009. Digi, was willst du mehr, Alter? Was willst du mehr von dem Auto? Jetzt müssen wir uns mal natürlich nur überlegen, ja, Firmenwagen, wir haben ja den Lupo angemeldet, für Sun haben wir den Lupo angemeldet, aber eins muss ich auch wissen, er hat ja den 7er, den habe ich hier wieder zurückgenommen, also quasi ist es mein 7er wieder, dafür hat er den 350Z, der noch beim Lacker ist, der fertig lackiert ist, die Stoßstange geben wir jetzt mal morgen ab, wenn die Stoßstange morgen da ist, dann ist es eigentlich, nächste Woche ist das Auto fertig. Da hat er seinen Nissan 350Z, aber die Jungs brauchen ja natürlich auch ein Winterauto. Deswegen habe ich mal gedacht, den Lupo schnell anmelden, da haben die was vom Wetter. Ist ja auch nicht mehr so viel, ne? Die paar Monate, die wir noch übrig haben. Ja, wie gesagt, schalten tut er Butter, wirklich, DSG an Bord, funktioniert, läuft alles. Ich denke mal, ab in die Firma, dann schauen wir mal weiter, was die Kiste noch kann. Zum TÜV muss er auf jeden Fall, muss man mal gucken, so fällt mir jetzt grob nicht ein.
Muss man jetzt schauen, was da zum TÜV anfällt. Aber ihr wisst es, VW Passat, Teile sind eigentlich relativ okay und schrauberfreundlich. Ja, geiles Auto, Freunde. Richtig cool. Sitzhaltung funktioniert auch. Mein Hintern brennt. So, Freunde, es ist Sonntag. Genau, ich habe den Passat unterm Hintern, will in die Firma da ein bisschen aufräumen. Wie gesagt, nächste Woche habe ich meine große Woche vor mir. Da wird mal irgendwie, keine Ahnung, Kameras, Mamaras. Ich will die Werkstatt ein bisschen hübsch machen. Deswegen wollte ich heute mal ein bisschen draußen sauber machen, auf jeden Fall. Aber Geld verdienen muss auch sein, leider. Ne? Geld verdienen muss auch sein. Ich habe vom Kunden einen Auftrag bekommen, TÜV machen für einen Mercedes, keine Ahnung. Auto steht bei ihm vor der Tür, Batterie, alle. Ich habe gesagt, du musst irgendwie mal gucken, dass die Karre springt. Ich fahre jetzt mit den roten Nummernschildern dahin, nach Zeven. Das ist auch jetzt nicht weit von mir, das sind 12 Kilometer. Da fahre ich jetzt hin, guck mal, was die Karre hat, bring mir die Karre zu mir, bei mir auf den Hof. Und dann nächste Woche habe ich natürlich geschlossen, viel zu tun. Und dann muss ich da auch ein bisschen TÜV drauf machen, einen Auftrag. Dann habe ich noch einen Kollegen, einen Porsche Panamera, 3 Liter TDI, ist liegen geblieben. Ich glaube, Einspritzdüse, Nummer 5 ist wohl kaputt, Auto springt nicht mal an. Der wird mir heute auch noch angeliefert. So, das ist so wieder mein Sonntag. Also es ist nicht so, dass ich zu Hause rumsitze und den Sonntag irgendwie genieße. Es ist einfach auch Arbeit gedacht, ne? Passat, tollen Job, fährt richtig gut. Mein erstes Auto, was so wenig verbraucht, muss ich jetzt sagen. Wirklich wenig verbraucht die Karre. Normalerweise, klar, S-Klasse schluckt. Die rote, der graue ist auch nicht besser. Klar, Tuis Mini, die ist auch sehr glücklich mit dem Paceman. Auto fährt richtig gut. Nur ihr Auto sieht sie nicht viel auf. Die Kinder sind wohl mehr unterwegs mit dem Paceman als Tuis selber. Na gut, dann gucken wir uns mal erstmal an, was für eine Gurke, Auto, keine Ahnung, was für ein Auto das ist, ja. Ich hoffe, es lohnt sich, ich hole die Karre ab, klar, ich kriege die Kohle bezahlt, aber man weiß bei den Kunden auch nicht, dass er dann vielleicht irgendwie da rumholt, es ist ihm zu viel, ja, da muss er meine Kosten für den Sonntag bezahlen, dass ich das Ding zu mir hinhole, meine Nummernschilder aufmache und. So, es ist richtig schön, kein Stau, das ist auch richtig geil bei uns, ne. Man kann fahren, Sprit ist wenig, aber 160 Kilometer Reichweite, da kann man ja schon eine Menge durch die Gegend fahren. Okay, dann sehen wir uns in Zeven gleich bei dem Kunden, bei dem Fahrzeug. Ich höre bei der Mucke. Das ist das schöne Stück, eine C-Klasse. Ja, auch gut. Genau, TÜV muss gemacht werden. Keine Ahnung, Bremse hinten ein bisschen fest, steht schon ein bisschen länger wohl hier. Ja, schauen wir mal, das wird schon, ja. Haben wir Nummernschilder drauf, Auto läuft ja auch, den bringe ich jetzt in die Werkstatt hier. Ach, sieht also nicht schlecht aus. Mal gucken, was die Karre alles hat. So, Nummernschilder raufgemacht, eingetragen. So, wir fahren zurück in die Firma. Waren 12 Kilometer, ich muss den aber wieder zurückfahren. Naja, was soll's, da muss er mehr zahlen. Ist so. Sonntagzuschlag, wollen wir ein bisschen Kohle machen. Ja, fahren tut das Ding wenigstens. Seit Mai TÜV abgelaufen, hat er abgemeldet, weil er keinen TÜV drauf hat. Ja, bei denen, keine Ahnung, kann alles sein. Ne? Federn brechen sehr oft, Querlenker, ja, ABS, bla bla bla, kein Plan. Muss ich mal durchgucken, was die Karre hat, aber alles machbar, Freunde. Okay, wir fahren jetzt in die Firma mit dem jungen Mann, obwohl so jung ist er auch nicht. Und dann schauen wir mal, dass wir die Karre abladen und dann geht es weiter mit dem Programm. Ja, ich bin noch gearbeitet, war am Sonntag. Ja, habe Auto abgeholt, drin ein bisschen sauber gemacht. Ich sehe hier, oh ja, das habe ich nicht gesehen gehabt, aber naja. So ist es nochmal. Da ist eine kleine Beule, da ist ein kleiner Rostpickel. Naja, muss auch sein, ne? Muss auch sein. Aber sonst, wie gesagt, Auto fährt top. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. 3 Stunden auf der Arbeit, reicht. Auto abgeholt, reicht auch. Dann schauen wir mal, was wir heute noch machen. Da denkst du, wir können zu Hause Sonntag rumliegen, schön chillen und einen gemütlichen Tag machen. Pustekuchen, ne? Wieder ein Bekannter von mir angerufen, Porsche Panamera. Auto startet nicht, habe ein paar Bekannte, die Autos ein bisschen transportieren. Ja, der bringt ihn jetzt gleich in die Werkstatt zu mir. Muss ich annehmen, weil wo soll er den auch hinstellen? Ja, so ist das nun mal, gleich kurz vor 5. Ich fahre hin, nehme den Porsche entgegen, gucken. Aber da schauen wir mal Montag nach, was die Karre hat. Wir laden die Karre erstmal. Da habe ich das Begierde. Ja, ein bisschen tief, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Karre hier runterkriegen. Ja, Porsche. Ah, ist schon tief hier, ne? Ja, muss man runterkriegen, oder? Das geht. Kriegen wir schon runter irgendwie. Meine lieben Freunde, ja, ich habe auch hohen Besuch hier. Jan aus der Schweiz. Grüezi miteinander. Ja, der Jan ist ein Abonnent von mir, hat geguckt. Der will auch seine Cousine. Die wohnt hier in Hamburg, hat er sich gedacht, komm, das verbindet er mal mit MT-Cars Besuch. Ja, herzlich willkommen, Jan. Da haben wir natürlich einen 350er, ist kein S63, alles ist gut. Ein 350er. Und ja, ein paar Kleinigkeiten hat er ja gehabt. Ne? Im Fahrwerk vorne links geht ein bisschen runter, hast du gesagt, gehabt. Und eine Glühkerze. Genau. Glühkerze konnte ich ihm direkt weiterhelfen.
Das ist ja auch kein Kunstwerk. Den Dämpfer hat er, Magnetventil ist kaputt, hat er aber neu bekommen in der Schweiz, ja, muss man jetzt sagen. Aber der Fehler ist drin. Alles funktioniert, das heißt, wenn er über Nacht steht, das sackt er mal ein bisschen ab. Beim Start ist ja auch wieder alles da, Can, ne? Genau. Mehmet Abi hat jetzt die Teile geholt, Injektor. Genau, den Injektor haben wir jetzt rein, dann ist der Fehler weg. Ja. Nicht Injektor, Glühkerze. Glühkerze, ja. Mehmet Abi hat, ich habe gesagt, komm, du hast Stress und so. Das ja, ist, geht, aber ist jetzt auch nicht so viel. Du musst mir hier einmal helfen, du weißt doch, ich kämpfe immer mit. Ja, wir machen das zusammen. Ja. Wir machen das ja zusammen. Ich kann nur eins sagen, Mehmet Abi ist genauso wie bei den Videos. Er ist wirklich eins zu eins so, wirklich super. Vielen Dank, küss dein Herz. Ich bin gern hier gewesen. Jetzt gehe ich weiter nach Hamburg zu meiner Cousine. So, aufheben geht weiter. Ja, so, da ist die Passerati. Nicht schlecht, die Karre. Fahren auch ein bisschen rum, macht richtig Spaß damit. So, der ist jetzt auch fertig, Gott sei Dank. Der läuft richtig gut, eine Einspissdüse. Nummer 5 war defekt, haben wir gemacht. Ja, Kollege holt ihn ab. Schönes Ding. Feier ich auf jeden Fall. Ein schönes Auto. Abgeschlossen. Jawohl, ist abgeschlossen. Ja, so ist der Alltag, liebe Freunde. Gestern auch viel gemacht. Habt ihr gesehen, musste was machen. Heute natürlich auch mal ein bisschen was machen. Ich räume natürlich hier komplett wieder alles auf. Aber ein paar Aufgaben musste ich wegmachen. Wie gesagt, ab morgen habe ich ein paar Drehtage hier. Das kann ich noch nicht so richtig spoilern, das kommt auf jeden Fall mal demnächst raus. Aber die paar Baustellen habe ich weg, Werkstatt ist leer. Jetzt räumen wir mal komplett alles auf, dass alles mal schön sauber ist. Und die Motorlampe beim Mini war an, ja, muss ich mal sagen. Ne? Motorlampe beim Mini an, nicht, muss ich mal auswählen, was die Karre hat, hoffentlich nicht. Auto läuft aber richtig gut. Ja, Wetter. Es hat heute Morgen richtig geschneit. Jetzt hat aufgehört. Jetzt können wir auf den Hof gehen, ein bisschen Hof sauber machen. Aber es ist trotzdem arschkalt. Wie gesagt, ihr wisst, ich wollte kein Auto kaufen. Jetzt habe ich den Paceman gekauft. Ich habe den Passat gekauft. Ja, was soll ich sagen? Aber wenn der Preis... Was habe ich euch gesagt? 2 verkaufen, 10 kaufen. Habe ich gesagt? Ja, leider hast du es gesagt. Aber ich kann dann jetzt auch nicht Nein sagen. Was soll ich da machen? Ja. Wochenende habe ich auch einen gekauft. Ja. Hol ich auch ab. Noch einen gekauft. Wochenende hole ich auch noch einen Passat wieder ab. Ein sehr bekannter Passat, Passerati. Wird ihr auch mal vielleicht sehen. Ja, liebe Freunde, dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr überhaupt zuschaut. Vielen Dank, dass ihr mich hier mal unterstützt. Abonniert, liken nicht vergessen. Küsst eure Herzen. Ja, ciao. Weiter geht's im Programm. Freunde, ich würde mich mal freuen, wenn ihr mal auf meinem Online-Shop wieder mal reinschaut. Jawohl, hier die geilen Duftbäume. Oh, meine Tassen, die geilen Pullis sind auch noch dabei. T-Shirts habe ich dabei und meine Duft-Autosprays. Also, einmal auf den Link reingucken, einmal reingucken. Bisschen Merch. Support ist kein Mord, liebe Freunde.